Hörmuttel. Herzlich willkommen. Ausgänge aus Dando Gaming. Und heute spielen wir wieder eine Runde Roblox. Und heute bauen wir uns einen Menschen. Also, das heißt, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Wir kaufen uns auch direkt den Hauptweg. So, man kann anscheinend hier sogar sehen, wenn man hier ist, was man baut. Das ist sehr geil gemacht. Seht ihr? Also wenn ich jetzt hier hinlaufe, man sieht einfach, was man baut. Wie cool ist das denn gemacht? So, wir kaufen uns doch hier mal den Seitenwände. So, wir verdienen auf jeden Fall Geld, das ist auch geil. So, Seitentreppe, 20. Seitenweg, 20. So. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch. Ich glaube, da hinten kann ich jetzt eh nichts mehr machen. So. Fenster kaufen. Schiebetür. Komm ich hier rein? Hallo? Ah. Boden für 80. Wand, ja. Noch eine Wand. Dann Fenster. Schiebetür. Fenster. Schiebetür. Fenster. Fenster. Wand. Kein Geld mehr. Ja, perfekt, das Geld ist leer. Das fällt mir sehr schwer und deswegen hole ich jetzt ein bisschen mehr. Jo! Einfach Webmaster. Ich sag's euch. Meister meine ich nicht, Master. Okay, wir holen uns hier erstmal mehr Geld. Kriegen auch 18 Dollar die Sekunde. Warte, ist 18 Dollar die Sekunde eigentlich geiler als in Real Life? Weiß es gar nicht. Also du kriegst ja... Ja, vermute schon, weil du kriegst 18 Dollar in der Stunde. Ah ja, ist logisch. Ja moin, ich verdiene hier einfach mehr als in echt. Wobei ich in echt auch bald mehr verdiene, in 5 Monaten, ne? Da werde ich mir ja ein paar neue Dinge holen, Schätz. Ich will mir auch einen neuen PC holen, aber das dauert noch ein paar Jahre. Bis ich mir das hole, so. Weil ich bin ja noch nicht in der Ausbildung mehr. Also ich will ja, oder ich arbeite ja mit, in 5 Monaten bei einer Firma, wo ich dann 520 Euro, glaube ich, so insgesamt verdiene. Warum laufe ich eigentlich ich laufe automatisch nach unten. Egal. Und ja, davon will ich mir halt eine Xbox Series X holen. Ja. So, wir kaufen uns mal das Gemälde, dann Pflanze. Dann noch mehr Fenster, weil wir haben nicht genug Fenster. So, dann eine Bar. Ui, die sieht geil aus. So, gehen wir mal hier hin und holen uns wieder das Geld. Zack. So, kaufen uns hier mal eine Pflanze. Und ein TV, weil wir wollen ja auf Fernsehen gucken. Wir können sogar einschalten und ausschalten. Wow. Eingeschaltet ist er einfach grau. Okay, Zähler kaufen. Automatischer Kauf. Ah ja. Kaufe Teppich, ja. Eine Couch, die darf natürlich auch nicht fehlen. Weil man braucht ja mindestens. Ja. Also es dürfen auch nicht 2 Couches fehlen. Und wenn wir nicht schon genug haben, 3 Couches reichen immer noch nicht. 2 reichen immer noch nicht. So. Kaufen wir uns auch mal die dritte hier. Und das reicht auch noch nicht, deswegen kaufen wir uns noch eine vierte. Und jetzt können wir uns den Tisch kaufen. Und ja, anscheinend noch... Junge! Also so viele Tische braucht kein Mensch. Aber okay. Ja, und hier kommt dann auch noch mal eine Couch hin. Und dann habe ich kein Geld mehr. Aber man kann sich überall... Das finde ich geil in Tycoons. Du kannst dich überall draufsetzen und so. Ne, Chat, ich will ja... Oder warum sage ich immer Chat? Ich will ja auch ein Tycoon-Spiel machen. Ich mache ja aktuell gerade ein Roblox... Roleplay-Spiel, also sowas wie Images Hamburg. Ist aber noch eine Entwicklung, soll eigentlich Ende Dezember ungefähr rauskommen. Beziehungsweise Beta. Aber dadurch, dass mein Co-Owner gerade im Urlaub ist, sieht es eher schwierig aus, dass das schon rauskommt. Ne? Ich bin auch mit dem irgendwie in Kontakt. Er sagte mal, der ist die ganze Zeit im Urlaub. Ja, ich frage mich, wann er mal aus dem Urlaub wiederkommt. Also er ist jetzt schon seit fast, weiß nicht wie viele Wochen im Urlaub und ja, könnt ihr mal, jo, okay, ich könnte mal anschreiben, fällt mir gerade auf.
So, Regeln. Könnt mal fragen, wann der kommt. Also er hat geschrieben, glaube ich, er weiß es nicht. So. Shop. Ja, das ist geil. What is this? Aha. Man kann eine Villa und dann einen Hangar bauen. Aber wir wollen erstmal nur die Villa. Ich mache schon 52 Dollar die Sekunde. Also es sind Dollar. 2000 Dollar, was sind das in Euro? Irgendwas mit 2000. Ja. Wo sind hier die Schiebetür? Ey, ich brauche gar nicht die Schiebetür. Ich brauche eine Couch. Und ein Regal. Und ein Fernseher. Und noch eine Couch. Und ein Tisch. Und eine Pflanze. Hallo. Und die Decke. Die kann ich mir aber nicht leisten. Also regnet es im Spiel auch, weil es wäre schlecht. Gibt es hier Autos? Ja. Kannst dir sogar mit. Ja, du kannst dir auch ein Auto holen. Beziehungsweise du hast ein Auto, wenn du der Gruppe joinst. Okay. Boote. Ja. Und Flugzeuge. Oh. Autos sehen auch gut aus. Okay. Gehen wir mal hier hin, würde ich sagen. Und kaufen uns die Decke. Dann noch Lichter. Ausschalten. F. Das finde ich geil. Man kann auch die Lichter auch schon anschalten. Alles realistischer gemacht. So. Hier auch nochmal die Decke und auch nochmal Lichter. Gemälde kaufen. Gemälde kaufen. Ja. Noch ein Teppich und ein Tisch und kein Geld. 66 Dollar pro Sekunde, nice. Ja, noch ein Tisch, dann noch eine Pflanze, dann eine Wand, dann noch eine Wand, dann ein Fenster und noch eine Wand und dann haben wir kein Geld mehr. Jo. Okay, hier ist gerade jemand mit seinem Auto anscheinend. Also ich könnte mal die Gruppe joinen später. Also im nächsten Video, wenn wir hier mit dem Part weitermachen. Ich glaube nicht, dass wir das heute alles fertig kriegen. Kaufen uns erstmal eine Pflanze und noch eine. Dann Regal und noch eine Pflanze. Und aber so welche Autos kommen in meinem Spiel halt auch nur nicht so gedunkelt, weil man kann da auch reingucken, denke ich mal. Muss ich aber nochmal gucken, wie ich das mache. So, kommen wir hier nochmal eine Tür. Weil mein Co-Owner macht, glaube ich, auch Autos. Weiß ich aber nicht gerade ganz. Aber ja, so Teppich, dann noch ein Tisch. Jetzt kostet schon ein paar Dinge mehr, tatsächlich. So. Stühle, ja. 483 Decke können wir sogar kaufen. 700 für Lichter. Achso, ich dachte, der schwebt da, aber nee, das ist ja immer nur der Kopf, weil man sieht dann, dass er da ist. So. Können uns die Toilette kaufen und mal ein Waschbecken und einen Spiegel können wir nicht, weil wir kein Geld haben. Dann holen wir uns einfach mal ein bisschen Geld hier. 320 für den Spiegel. Gemälde. Eine Tür, die habe ich aber aktuell gerade nicht auf Tash. So, jetzt schon. So, und die Decke. Bam. Und noch Lichter. Wenn das nicht schon alles genug wäre hier, auch noch Lichter. Lustig, dass ich hier ja auch noch keine Wand habe, aber schon Toilette habe. Ah, jetzt soll ich die Wand kaufen. Ja, nein, natürlich. Ich würde eher erst die Wände kaufen und dann die Möbel, aber irgendwie, ja gut. Was habe ich jetzt hier gerade für eine Wand gekauft? Fenster kaufen, 1050. Oh, hier backt was, aber das ist bei meinem Spiel tatsächlich auch. Bei mir wird es übrigens eine Beta-Phase geben, das heißt, Ende Dezember soll ja die Beta rauskommen, damit die Beta-Tester, beziehungsweise Beta-Tester kann man nur werden, wenn man in meinem Team ist. Wenn man in meinem Team ist, dann kann man Beta-Tester werden, beziehungsweise man ist automatisch Beta-Tester. Es sei denn, ich tue jetzt noch auswählen. Also Leute rauswählen, die jetzt kein Beta-Tester als Team gelten werden. Ja. Aber Beta-Tester wird man automatisch, wenn man im Team ist. Weil ich ja mit dem Team eh oder so zusammenarbeite.
beziehungsweise aktuell nicht viel auf dem Discord los ist, weswegen ja mein Team nicht so viel Arbeit hat. Ne? Also da ist bei mir auf dem Discord aktuell wenig los, weswegen die aktuell auch gar nicht arbeiten müssen. Ne? Aber wenn mein Spiel rauskommt, will ich auch Werbung schalten, ne? Und sowas alles. Ja, gucken, ob da Leute sind, die dann mein Spiel spielen. Ich denke mal schon. Aber es muss natürlich auch außergewöhnlich sein und nicht alles so wie bei Emissions hier Hamburg. Naja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Für die Leute, die Emissions hier Hamburg kennen. Wissen das auf jeden Fall. Warum ist hier... Egal. Ne? Ja. So, gucken wir uns mal hier den Kühlschrank. Den Ofen. Ah, das wird die Küche. Boah, so eine Küche hätte ich auch gerne. Was? Du kannst hier sogar wirklich eine Cola rausholen. Eine Cola. Ja. Wird die denn auch leer? Weißt du, noch geil wäre, wenn die Animation, so eine Animation hätte, dass die Cola leer gehen würde. Das könnte ich beispielsweise in meinem Spiel reinbringen. Weil ich möchte ja auch bei mir in meinem Spiel so Sachen haben wie, du kannst Häuser kaufen oder so und kannst da wirklich wohnen. Ne? Man kann bei mir aber nur eine bestimmte Anzahl an Häusern, also man kann, glaube ich, nur ein Haus besitzen oder beziehungsweise das will ich ja so machen, dass man ein Haus besitzen kann. Ja, ne, genau. Leider habe ich auch aktuell keine Developer, beziehungsweise habe einfach wenig Zeit, weswegen ich selber gar nicht am Spiel arbeiten kann. Das haben auch mal ein paar Leute jetzt gefragt, wann kommt das Game raus. Ja, Leute, es tut mir sehr leid, es sollte eigentlich schon 2023 rauskommen. Es ist jetzt fast 2024 und es ist immer noch nicht raus, ne? Also, ja, weiß nicht. Aber, ja, keine Ahnung. Ne? Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Co-Owner irgendwie auch im Urlaub ist und gar nicht dran arbeitet. Weil eigentlich will ich den ja dafür bezahlen. Also ich bezahle den aktuell nicht. Aber ich wollte den eigentlich, wenn das Spiel raus ist und ich dann da Robux verdienen mit, wollte ich ihn eigentlich damit bezahlen. Aber schwierig. Wenn er nicht arbeitet, da gut. Ne? Ich habe den auch einmal schon rausgeschmissen, weil er halt nicht gearbeitet hat. Habe ihn aber wieder reingepackt, weil er dann gesehen hat, dass ich den rausgeschmissen habe und dann kam er halt wieder und hat mich angeschrieben. Ja, er macht es kostenlos, ne? Also er will eigentlich keine Bezahlung, aber der weiß auch nicht, dass ich den bezahlen will. Aber ja, gut, ne? Er will keine Bezahlung. Ich würde den aber bezahlen tatsächlich, wenn dann er auch mal arbeiten würde. Ja. Also wenn ich sehe, dass der arbeitet, dann würde ich den auch bezahlen. Ja, aber so nicht. So. Kaufe Fernseher, ja. Und ein Regal, ja. Die Decke kostet 1104. Okay. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's aber auch erstmal mit dem ersten Part von diesem Tycoon hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Würde mich sehr freuen. Schaut auf meinen Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sando. Ciao, ciao.